Ich grüße euch, liebe Geschwister im Glauben und auch alle liebe Muslime und liebe Atheisten und Andersgläubige. Ihr seid herzlich eingeladen, dieses Video euch anzusehen. Die Bibel lehrt ganz deutlich, Jesus Christus ist der lebendige Gott. Es steht geschrieben, Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Wir lesen diesen Kolosser 1,15. Jesus spricht auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich, spricht Jesus. Klare Worte. Einst fragte ein Jünger Philippus den Herrn Jesus Christus, zeige uns den Vater. Und Jesus antwortete, so lange bin ich unter euch und du fragst mich, zeige mir den Vater. Wer mich sieht, hat den Vater gesehen, der mich gesandt hat. Was bedeutet das nun? Der Vater ist Gott. Jesus Christus ist sein Ebenbild, wie in Kolosser 1,15 schon geschrieben steht. Und Jesus ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Ja? Was hat Jesus noch gesagt und gelehrt? Nun, er sagte zum Beispiel, selig sind die geistlich Armen, denn derer ist das Reich Gottes. Amen. Wer überwindet, wird alles ererben und ich werde sein Gott sein und er mein Sohn. Amen. Ich und der Vater sind eins. Und in diesen Gedanken ist ganz wichtig zu erklären, dass Jesus mit dem Vater wesenseins ist. Er tut dieselben Wunder in gleicher Art und Weise wie der Vater. Er hat die Vollmacht des Vaters. Jesus wird wiederkommen. Er ist der Allmächtige. Er sagte auch, eines Tages wische ich dir jede Träne ab. Ja, wenn du meinst, dass dieses Leben schmerzvoll ist, oder wenn du Probleme hast in deinem Leben, oder wenn du an verhungerte Kinder in Afrika denkst oder an anderen Ländern oder an Kriege oder so, dann gibt es eine Bibelstelle, die so viel aussagt wie, unser Leiden und unsere Trübsal ist zeitlich begrenzt und schafft eine ewige Herrlichkeit im Himmel. Das heißt, die ewige Herrlichkeit im Himmel ist größer als das Leiden hier auf der Erde, das zeitlich begrenzt ist. Selig sind die Kinder, denn derer ist das Reich Gottes, hat Jesus auch gesagt. Und wer an mich glaubt, wird auf ewig nicht verloren gehen. Wer Ohren hat, der höre, wer Augen hat, der sehe. Siehe, die Blinden können wieder sehen und die Lahmen können wieder gehen. Jesus hat sogar Tote auferweckt und ist sogar selbst vom Tod auferstanden. Er sagte, liebe deine Nächsten wie dich selbst, liebe deine Feinde, bete für die, die dich verfluchen und dich verfolgen. Und das Allerwichtigste, wer zum Schwert greift, wird durch Schwert umkommen. Das Töten im Namen deiner Religion ist nicht von Gott. Lieber Muslim, kehre um zu Jesus Christus. Er ist die Liebe. Amen. Halleluja. Wir leben jetzt noch in der Gnadenzeit, doch es könnte sein, dass der Herr morgen kommt oder in 3 Wochen oder in einem Jahr. Es kann sein, dass du jeden Moment stirbst und dann stehst du vom allmächtigen Gott, Jesus Christus. Glaube an ihn, glaube und bete. Das ist meine Botschaft an euch, glaube und bete. Und wir sind berufen, wenn wir das Evangelium gehört haben, dass wir in die Welt hinausgehen oder zumindest im Internet oder Facebook aktiv werden und das Evangelium von Herrn Jesus Christus verkünden. Ja, Gott wurde Mensch und kam hier auf die Erde und wir sahen seine Herrlichkeit. Der Herr Jesus Christus hielt es nicht für einen Raub fest, Gott gleich zu sein und entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen von außen erfunden. Ja, er musste das durchmachen, was wir auch durchmachen müssen. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Denn wie er selber sagt, ich war in der Welt und die Welt hat mich nicht erkannt. Die Welt ist böse, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Amen. Und eins ist sicher, der Herr Jesus Christus wird wiederkommen und der Krieg wird nimmer mehr erlernt werden und kein Kummer, Sorge noch Leid wird mehr sein. Hosanna. Sie werden euch sogar töten, weil sie mich und meinen Vater nicht kennen. Und sie werden glauben, Allah einen Dienst damit zu erweisen. Dies habe ich euch gesagt, dass ihr wisst, die Welt hat mich schon vor euch gehasst. Lange bevor Jesus Christi auf die Erde kam, prophezeite der Prophet Jesaja all das, was sich im Neuen Testament bestätigte.
die Geburt von Jesus Christus, von Immanuel, was bedeutet Gott mit uns, sein Wirken und sein Leben und seine Opfergabe am Kreuz, detailliert beschrieben von dem Propheten Jesaja. Ist Prophet Jesaja ein Lügner? Das Lamm Gottes, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde, aus freiem Willen. Tonight I should to listen to your thoughts again and again. Watch it growing up in the sun now and then. I wanna care, get higher. Pain is a part, it's like fire. Wanna move on, see your pretty face again and again. Make you smile, there is a boy and a girl. We are in love. There is a boy and a girl, they are in love. There's a boy and a girl, are in love. They met the first time and now they know. In this galaxy, in the century, it's magically. The stars, I love your eyes. Every day in the sunlight, I like to kiss you. I will never miss you. I wanna touch your face. There is a boy and a girl, they are in love. There is a boy and a girl, they are in love. Galaxy in the century, it's magically. In this galaxy in the century, it's magically. This is a win.